Ja, ich bin so dankbar, dass ich gesund sein darf, dass alle Krankheiten der Vergangenheit angehören, dass ich nichts mehr mit Vergiftungen zu tun habe und dass ich die Natur in ihrer ganzen Schönheit und ihren vollen Zügen genießen kann. Wir sind 1976 in unser Haus gezogen und dort haben wir ein handelsübliches Holzschutzmittel verwendet und haben 150 Quadratmeter Holzdecken und tragende Teile damit behandelt. Und das haben wir langfristig über 11 Jahre eingeatmet und über den Hautkontakt aufgenommen. Also es war so, dass wir proper gesund eingezogen sind, sportliche Familie. Und wir waren immer müde, unkonzentriert, schwach. Wenn ich in den zweiten Stock gelaufen bin, dann brauchte ich oben einen Stuhl. Und den Laufsport, den ich gerne gemacht habe, das Joggen musste ich aufgeben, weil ich einfach nicht mehr die Kraft dafür hatte. Ich konnte mich ganz schlecht konzentrieren. Ich hatte Sprachschwierigkeiten gehabt, Artikulierungsschwierigkeiten. Und ich mir war immer so, irgendwie war ich so wie so eine Art betrunken, so benommen. Ein Brennen in den Schleimhäuten, ein Brennen im Mundbereich, ein Brennen auf der Haut, wie gesagt, Kopfschmerzen. Innerhalb von Sekunden ging das los, je nachdem, wie viel jetzt in diesen Räumen von diesem Mittel drin verstrichen waren. Dann hatte ich Herzrhythmusstörungen. Das war dann so, dass ich sogar einmal in die Klinik kam und ich habe gedacht, ich hätte was am Herzen. Ein ganz schlechtes Blutbild, sodass man das Schlimmste befürchtet hatte. Ja, dann hatte ich noch Nierensteine gehabt und Nierenschmerzen, die immer da waren. Und sehr starke Magen-Darm-Störungen. Ich konnte viele Lebensmittel nicht essen, Milchprodukte, Weizenprodukte und aß ich sie, dann bekam ich so einen ganz aufgeblähten Bauch, also richtig dick und krampfartig, so richtige Krämpfe waren das. Dann kam noch Blut im Stuhl dazu und das wurde immer mehr und immer mehr, bis es nachher so weit war, dass wir alle gesundheitlich am Ende waren. Ja, und so sind wir dann von Arzt zu Arzt. Keiner konnte richtig was finden. Wir haben viele Medikamente bekommen. Und dann hörte ich in der Presse über Holzschutzmittelvergiftungen, dass diese Holzschutzmittel das Immunsystem zerstören und sogar Gehirnzellen auflösen können. Wir hatten natürlich auch im Haus wahrscheinlich die Situation, dass wir eine Charge erwischt haben, die besonders stark belastet war. Da gab es unterschiedliche Chargen. Und deutsche Gründlichkeit, wir haben nicht einmal gestrichen, wir haben gleich dreimal gestrichen. Also es war richtig schön satt, fest mit diesen Mitteln. Ja, wie wird man jetzt gesund? Wir haben uns wirklich erkundigt und man sagte uns, also das Erste, was wäre, das Haus müsste saniert werden. Und dann hat die Ärztin einen Attest ausgestellt, unsere Hausärztin. Und das Kreisgesundheitsamt kam und hat gesagt, also das geht nicht, wir müssen das Haus verlassen, um nicht die Gesundheit der Familie und weiterhin zu gefährden. Das haben wir dann auch getan. Es ging uns ein ganzes Stück weit besser. Aber so wie wir mit diesen Mitteln irgendwo in Verbindung kamen, dann haben wir angefangen zu reagieren. Ja, und das war natürlich kein Leben, weil wir waren wie isoliert. Wir mussten uns immer überlegen, wo gehen wir eigentlich hin.
Und man sagte mir dann, dass diese Übersensibilität auf diese Stoffe, dass wir damit leben müssen, unheilbar. Kurz danach bekomme ich durch eine Zeitung, der Naturarzt, einen Artikel nach Hause. Ich habe die abonniert. Heilung auf dem geistigen Wege durch die Lehre Bruno Grönings. Und weil ein Arzt das geschrieben hat, habe ich gedacht, dann muss das seriös sein. Und habe gedacht, das hörst du dir an. Und man hat mir von einer Kraft erzählt, von einem Heilstrom, den man zwar nicht sehen kann, aber den man im Körper fühlen kann. Und dann habe ich auf einmal in mir was gespürt. Denke ich, was ist das denn jetzt? Auf einmal eine ganz starke Hitze, die durch meinen Körper ging. Auf einmal eine ganz starke Kälte, so wie so Wechselduschen, nacheinander. Auf einmal ein Kribbeln durch den ganzen Körper. Mir war auf einmal, als wenn ich so ganz dick würde, so ganz groß würde. Und in mir ein Gefühl, hier wirst du gesund. Das wird dir und deiner Familie helfen. Das war einfach da. Eine Freude dazu. Und dann haben wir uns regelmäßig auf diese Kraft eingestellt zu Hause, in der ganzen Familie. Wir merkten, es ging uns immer besser. Wir wurden immer stabiler. Wir konnten immer mehr Kraft aufnehmen. Und da wusste ich jetzt, das wird alles rausgeschwemmt. Und habe mich, obwohl ich Schmerzen hatte, gefreut. Weil ich wusste, da musste jetzt durch. Und nach 3 Tagen war alles rum. Und heute kann die ganze Familie wieder überall hin. Wir brauchen nicht mehr anrufen. Wie sind ihre Räumlichkeiten, wenn wir in Urlaub fahren? Wir können in jedes neue Auto hineinsteigen. Wir können in jedes Kaufhaus hineingehen. Uns wird nicht mehr übel. Ich möchte diesen Heilungsbericht von der ärztlichen Seite kommentieren. Eine solche Überempfindlichkeit von vielen Chemikalien ist nach der heutigen medizinischen Lehrmeinung unheilbar. Und Sie haben ja gehört, Frau Weiß hat viele der traditionellen Therapierichtungen eingeschlagen. Es gab keine Besserung. Und auch über den alternativen Medizinweg gab es nur eine Linderung, aber keine Heilung. Und dann, und das ist spektakulär, das ist auch gar nicht zu erklären von der ärztlichen Seite, erhält sie die Heilung durch die Aufnahme einer geistigen Heilkraft. Vollkommen ungewöhnlich. Und sie wird frei von allen Überempfindlichkeiten, von allen Beschwerden, von allen Krankheitszeichen. Und noch etwas, es ist nicht die einzige Heilung von dieser Erkrankung. Ja, ich bin so dankbar, dass ich gesund sein darf, dass alle Krankheiten der Vergangenheit angehören, dass ich nichts mehr mit Vergiftungen zu tun habe und dass ich die Natur in ihrer ganzen Schönheit und ihren vollen Zügen genießen kann. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg finden konnte, Lehre durch Bruno Gröning, Heilung auf dem geistigen Wege. Also ich bin einfach nur rundum glücklich und freue mich des Lebens.